Hallo Fische, herzlich willkommen zu Alena Tavo. Mein Name ist Alena Fische. Heute möchte ich auch gerne mit dir dieses Video teilen. Für dich, für deine Energien oder vielleicht für eine Person, die du vom Sternzeichen Fische kennst, um mal herauszufinden, was sagt das Tarot, welche Herausforderung wartet auf dich und was ist die dementsprechende Lösung, wenn du auch wirklich bereit bist, Engel, in Resonanz zu gehen und Dinge auch wirklich anzugehen, aus der Selbstliebe heraus vor allen Dingen. Okay? Fische, auch die ältere Generation, alle, die eine Energie verspüren zu meinen Videos, ab nach vorne. Meine Botschaften sind für euch als bewusste Menschen, aber auch für euer Unterbewusstsein. Schaut mal, wir haben hier die Lieblingskarte einer sehr guten Freundin von mir. Ja, wie soll es auch anders sein, die auch Fische ist. Herzlichen Gruß von mir an alle Fische, aber besonders an meine Freundin. Weil diese Karte hat einfach in der Fischenergie eine ganz große Auswirkung. Die Karte des Todes zeigt uns, dass viele Fische immer noch vor der Herausforderung gestellt sind, loszulassen, ja, die terrenale Anhaftung zurückzulassen, die Fähigkeiten, die in euch sind, nicht zu aktivieren nur, sondern zu genießen, dass euer Denken, dass eure ganze Welt, ja, dass eure ganze Situation real ist, was ihr gerade durchlebt und durchlebt habt, aber dass die größte Herausforderung sein wird, einen Ballast zu lösen, loszulassen, warten ohne zu warten, eine notwendige Veränderung, die im Leben sowieso kommen wird, egal ob du verwitwet bist, ja, ob du Single bist, ob du einer anderen Kultur entsprichst, einer älteren Generation. In der Energie von Fische kommt eine Veränderung, die für viele eine positive Veränderung sein wird, weil ihr habt vorher, ja, in einer Vergangenheit das Rad des Schicksals gehabt, ja, ihr habt vorher in einer Vergangenheit viele mentale Konflikte ausstehen müssen, gesundheitliche Probleme, ja. Ihr habt euch immer wieder auf die Beine gestellt. Jede Herausforderung, die jetzt kommt, ist nichts Neues mehr. Okay? Es geht vor allen Dingen darum, dass für einige, die viel gebetet haben, die viel ans Universum geschickt haben, ja, Erzengel Samuel euch sagen möchte, reinige dein Herz und fühle dich von meiner violetten Flamme erfüllt, ummantelt mit Liebe. Hier geht es darum, dass eine große Herausforderung für die ein oder anderen Fische die Erkenntnis sein darf, ja, Energien zurückzulassen. Zwilling, Waage, Wassermann. Fische werden begleitet von Zwilling, Waage, Wassermann schon seit langer, langer Zeit. Okay, Fische, hier ist es wichtig. Auch Stier, Jungfrau, Steinbock begleiten dich aus verschiedensten Gründen. Ja, eine Herausforderung wird sein, den Menschen an sich so anzunehmen, wie er ist, zu erkennen, wer dir gut tut und wer nicht. Ja, dass ein klarer Weg für dich vorherbestimmt ist, dass nur durch Gespräche, durch Empathie, nicht durch voreilige Schlüsse, sondern durch deine ruhige, auch wenn du manchmal temperamental bist, aber durch deine ruhige Energie sich eher die Wege ebnen werden. Okay, du wirst eher schauen, wer dir gut tut und wer nicht. Sei ein bisschen achtsam. Eine Herausforderung wird sein, dein eigenes Denken, dein eigenes Ego, dein eigenes Fühlen. Vorsichtig, wem du Geld leihst, okay, Fische? Es kann ein kleiner Hinterhalt vorprogrammiert sein. Es kann durchaus sein, dass du etwas zurücklässt, was finanziell zu tun hat. Für die einen oder anderen wird es eine finanzielle Leere sein, die sich schließt. Das heißt, also du kannst Schulden vielleicht abbezahlen, einen neuen Job bekommen. Hier ist die Herausforderung, wie wirst du mit deinem Geld umgehen? Für die, die schon einen guten Job haben, die auch finanziell abgesichert sind, vorsichtig, wem ihr Geld leiht, vorsichtig, wer dir mal einen Kaffee ausgibt, vorsichtig, wer dir einen Gefallen tut. Ja, es könnte etwas Verstecktes dahinter sein. Wir haben einen Fisch, der sehr hart an sich arbeitet oder arbeiten wird. Ein Fisch, der viele Ziele erreicht hat. Ein Fisch, der manchmal noch in Nostalgie ist. Ganz tief in seinem Herzen ist die Herausforderung vor allen Dingen, stabil zu sein, ja, Vergangenes loszulassen, sich zum Ausdruck zu bringen, Freiheit zu haben. Die Vertrauensebene wird auch eine Herausforderung sein. Und hier sagen dir die Karten gleichermaßen, egal welche Herausforderung, das Leben besteht jeden Tag von einer neuen Herausforderung. Mache ich mir einen Kaffee oder trinke ich mir einen Tee? Ja, wasche ich mir die Haare oder binde ich mir einen Zopf? Ziehe ich mir eine schwarze Hose an oder lieber eine Jeanshose? Gehe ich in den Park, um Menschen kennenzulernen oder nicht? Das heißt, jede Entscheidung, jede zweifelhafte Situation, wenn ihr euch für irgendwas entscheiden dürft, ist schon eine Herausforderung unbewusster Natur für dein Sein, die richtige Entscheidung zu treffen, die richtige Wahl. Und hier ist einfach. Wir haben eine Fischenergie, die viel geleistet hat, eine Fischenergie, die in einem gesunden Mittelweg sich gerade bewegt, ja.
Einfischenergie, die auch auf der Erfolgsleiter kommen kann, beruflich, finanziell, familiär, Liebe, aber vor allen Dingen in der Selbstwertebene. Einfischenergie, die voller Freiheit, voller Vertrauen sein kann, aber dafür dürft ihr diese kleinen Herausforderungen annehmen, okay? Es ist nichts Dramatisches. Ihr habt auch vielleicht die ein oder anderen einen Umzug vor euch, ein oder andere habt ihr auch vielleicht ein Thema mit einer Freundin, einer Frau, einer weiblichen Energie in eurem Leben, ja, Zwilling, Waage, Wassermann vor allen Dingen, ja, wo es darum geht, herauszukristallisieren, ist es eine gute Partie oder nicht. Wenn ihr erkrankt seid, ist die Herausforderung, auf den Rat des Arztes zu hören, eure Selbstheilungsaktivität wieder an den Tag zu legen, auf jedes Signal eures Körpers, eures Herzens, eurer Seele, eures ganzen Seins zu achten. Ja, vorsichtig vor Suchtmitteln vor allen Dingen auch und vorsichtig vor allen Dingen vor Falschheiten in euch und um euch herum. Aber hier sieht's gut aus, weil Fische haben wirklich eine Power-Energie, auch wenn manche Fische denken, sie sind ein bisschen lediert. Nein, Fisch, es ist alles im Flow, bis auf die zwei Kleinigkeiten halt, okay? Hier rät dir die Karte der alten antiken Weisen, tanze mit der Sonne. Ja, die geistige Welt ist um dich herum. Die geistige Welt möchte, dass du einfach in dich kehrst und das Leben genießt. Gebe all deine Sorgen, all dein Ballast, all deine Ketten, all deine Zweifel, all deine Trauer in die Hand Gottes, ins Universum. Löse dich. Ich stehe jeden Morgen auf, ja, und das Erste, was ich mache, ich sage Danke. Danke für eine gute Nacht, danke für meine Kinder, danke für meine Partnerschaft, ja, für meine Gesundheit. Danke, dass ich euch jeden Tag diese Nachrichten mit auf den Weg geben darf. Danke für alles, was ihr euch vorstellen könnt und alles, was auch nicht. Ja, damit startet schon mein Tag. Und hier ist es wichtig zu erkennen, dass die Dankbarkeit, die du dem Gott, der geistigen Welt, dem Universum entgegenbringst, zeigt deine Bereitschaft, auch über Steine zu stolpern und immer wieder aufzustehen und Vertrauen zu haben, dass die geistige Welt sich um all deine Sorgen kümmern kann, wenn du in Resonanz gehst und in dem Herzen Vertrauen, in Herzensverzeihen gehst. Dich erwartet eine Feier, dich erwartet eine Großherzigkeit, dich erwartet eine friedvolle, neue Lebensgeschichte, gerade für die ältere Generation, gerade für die Langzeitsingle, gerade für die Witwer, für die Menschen, die neu starten möchten, für die Menschen, die schon viel erreicht haben oder viel gelöst haben in der letzten Zeit, die viel gelassen haben. Hier geht's darum, feiere das Leben, ja, komme in die Erkenntnis, die richtige Entscheidung zu treffen. Bist du schon auf einer hohen spirituellen Ebene, genieße das schöne Selbstwertgefühl, was in dir lebt, ja, und traue dich wirklich, das Leben auch zu feiern und anzunehmen. Viele Fische, seid ihr und kommt ihr in eine Erleuchtung, wo es darum geht, einfach nur zu feiern und die paar Hindernisse voller Leichtigkeit anzunehmen. Also wirklich, Fische, euch erwartet eine wunderschöne Energie in der nächsten Zeit, auch in der Liebe. Ja, auch wenn es manchmal kriselt, auch wenn ihr euch trennt, auch wenn ihr Menschen verliert oder zurücklasst oder wenn sich Leute nicht melden, Wege nicht öffnen, ist es, weil es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, wir haben jetzt schon mal die Zahl 2, die 3. Aus der Zahl 2 und 3 könnt ihr die 5 machen. Ihr könnt aus der Zahl 2 und 3 die 32, die 23 machen. Und das auch mit den anderen Zahlen, okay? Wir haben die 4, die 7, die 8, die 12, die 20, die 9. Okay, und wir haben, das können auch Glückszahlen sein, Lottozahlen sein, Geburtszahlen, Hausnummern, wie auch immer, passt es an. Die 30, die 1, die 8 und die 4. Macht aus diesen Zahlen die Numerologie. Die 4 kommt mehrfach vor und die 8. Das heißt, es geht um Stabilität und es geht um Anerkennung. Du brauchst keine Anerkennung von außen. Du darfst dir die Anerkennung immer selber geben, damit sich auch hier deine Wege noch klarer öffnen. WM, E, L, H, F, K, S, W, M. Passt die Zahlen und die Buchstaben an, wenn nicht, lass sie ziehen. Fische, die Herausforderung wird sein, dein eigenes mentales Denken unter die Lupe zu nehmen, ja, finanziell durchzustarten, nicht rumzujörzen, sondern zu schauen, wieso laufen meine Finanzen nicht rund und wenn du finanziell rund läufst, perfekt, setze das Geld gut ein. Herausforderung wird sein, nicht auf bestimmte Energien zu vertrauen, gerade Zwilling, Waage, Wassermann. Dieses Alarmzeichen haben wir schon seit langem bei Fische. Okay, deine Freiheit zu genießen, nochmal an eine Vertrauensebene zu gelangen, wo es darum geht, einen guten Chancen zu haben, auf der Arbeit durchzustarten, ja, dich nicht zu verausgaben und all deine internen Geschichten, all die Geheimnisse, all die Ängste über Bord zu werfen und absolut neu zu starten. Das Loslassen wird die größte Herausforderung für Fische in der nächsten Zeit werden. Aber du wirst kommunikationsbereit sein,
Du wirst auch mit Papieren, Dokumenten, Unterschriften, Verträgen achtsam sein, wenn du bereit bist, ja, auf die Zeichen, die dir gesendet werden, auch zu achten. Ab nach vorne, durchstarten, nicht aufgeben, Fische. Du verdienst es, absolut happy zu sein. Fisch, ich wünsche dir alles Liebe. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine Likes, für deine Abos, für deine Kommentare, die alle von mir beantwortet werden. 4 Termine habe ich noch für November für eine private Legung. Schreib mich also an. Sonntag starten wir unsere Live-Chats wieder. Halte deine Fragen bereit und ich freue mich, euch alle um 19 Uhr wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, Fische, und denk dran, gib dem Leben und die Liebe die Farbe, die dich glücklich macht, weil das Leben die Liebe und vor allen Dingen du bist es wert, absolut zu leben. Fische, alles Liebe und wir hören uns. Bye!